Schlägernörte kommen! Für König Roy! Leute, wir kriegen ihn hin. Freya macht das Gift. Hoch mit dir! Es vergiftet. Und nun sag gute Nacht. Verdammt nochmal! Erzähl mir vom König. Er ist die Spucke nicht wert. Und seine tollen Berserker erst recht. Abschauen. Alle miteinander. Warum hast du nicht früher etwas gesagt? Bisher konnten wir nichts tun. Aber mit dem Heft sieht das anders aus. Ja, ja. Uff. Beinahe ohne Belebungsstein. Beinahe. Nicht ganz, aber beinahe.
Wow. Leute, first try. Nee, ganz und gar nicht. Dieses Ding, ja. Es hat mich jetzt wirklich... Ja, ich möchte jetzt nicht lügen, aber... 30 bis 40 Minuten habe ich das Ding jetzt aufgehalten und... Ich habe auch nie gesehen, dass ich irgendwelchen Fortschritt mache. Und deswegen habe ich mir gedacht, solche Dinge... Nein, zuerst muss ich stärker werden. Was ich aber gesehen habe... ja, was haben wir bekommen? Erstmal nachschauen. Asgards Macht. Abwehr plus 12. Abwehr plus 12. Wisst ihr was? Das will ich haben. Stärke. Abwehr plus 4. Abwehr 5. Machen wir das raus. Und Asgards Macht rein. So. Nee, auf der Karte habe ich was gesehen. Und zwar hier. Alberich-Insel. Da sind wir vollzählig. Ist nicht cool? Kann ich das bitte wegmachen? Ist scheinbar schon weg. Hier haben wir wirklich alles. Ist ziemlich cool. Hier seht ihr 9, da fehlt noch viel. Und da hinten ist gleich wieder so ein... Oh nein. Da hinten ist gleich wieder so ein Viech. Uff, aber nee. Mir reicht's erstmal. Mir reicht's erstmal. Meine Fresse. Das war jetzt... wirklich heftig für mich. Ich bin hier bestimmt viel zu früh. Oh, ich bin froh, dass ich den jetzt geschafft habe. Und ich wette, es gibt auch noch so einen Berserker-Anführer. Wisst ihr, wie die Valkyrenkönigin, bin ich fast sicher. Was könnte ich denn noch machen jetzt? Wir müssen zu Bett gehen, ich weiß. Oh, wir könnten in die Wüste gehen, theoretisch. Hier, glaube ich, fehlt mir was. Hier, glaube ich, auch. Die Trümmer von der Tierstatue untersuchen. Das ist doch da beim Seder 9, oder? Ja. Zum Schmelztiegel von Muspelheim reisen. Oh, und da müssen wir, glaube ich, dann diese Challenges schaffen, oder? Eines Königs würdig, die Berserkerseelen besiegen, da bin ich ja dabei. 12 Stück gibt es. Die Trolle wecken, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Lindwurm ist okay. Draugerlöcher schließen, Odins Augen und... Oh, hier noch zwei Dinge finden, ne? Nee, ich glaube, aktuell können wir da noch nicht viel Sinnvolles tun. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir stärker werden. Und deswegen denke ich, folgen wir erstmal der Story. Ich denke, wenn ich stärker werde, sind auch diese Berserker nicht mehr so das Problem. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Das heißt ja nicht allzu lange, nehme ich an. Oh, das ist noch so eine blaue Truhe. Lass mal sehen hier. Diese Rüstung sieht nach Lundas Arbeit aus. Wenn du willst, kann ich sie für dich herrichten. Lundas? Du willst mir eine Rüstung machen? Kann ich? Ja. Er will mir eine Rüstung machen. Erstmal würde ich gerne einen Spezialgegenstand kaufen. Ressourcen. Das kostet 3000. Ich nehme einen kleinen mit. Die reichen aus für das normale Durchspielen. Außer es sind solche üblen Bosse da. Falls du dich umentscheidest. Ja. Der Rüstung will er mir machen. Ich reinige mein Werkzeug. Nein. Das hier will er mir herstellen. Geht halt die Stärke runter. Abwehr ist auch nicht so toll. Das sieht doch gut aus. Das hier sieht doch gut aus. Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt das. Würde auf 44 gehen. Oh, da habe ich schon so viel reingesteckt. Ich muss die nehmen, oder? Das könnte mein bestes Werk heute sein. Sehr ausrüsten. ja, da bin ich jetzt super geschützt, muss ich sagen. Wisst ihr, das ist das Beste von allen. Und, ja. Oh, verbessern. Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Nee. Kratos? Oh mein Gott. Total eine schlechte Dingens hier, aber. Ne? Das finde ich halt immer noch gut. Das werde ich mal erhöhen hier. Oh, halt. Lundas Armschiene. Ja. Wo ist das Ding jetzt? Hier.
Nahkampfangriff gegen vergiftete Gegner. Nee, will ich nicht haben. Hüftdingens. Ich hab das jetzt, oder ja? Das wird er mir auch noch herstellen. Nee, da bleibe ich dabei. Amulett kann ich nicht verbessern. Pass auf! Ich wollte noch nicht rausgehen. Waffen. Das ist ein super starker Griff. Warum nicht den verbessern? Ich habe 3 versteinerte Knochen. Mach ich. Ich werde das, was ich habe, ein bisschen hochpowern. Ich kann das nochmal verbessern. Ja. Nehme ich. Und dann darf ich dann längere Zeit nichts mehr upgraden hier. Ich habe keine versteinerten Knochen mehr, verdammt. Beim Speer, kann ich da irgendwas machen? Ich habe das jetzt hier. Gib mir Abwehr, Runenkraft und Glück. Abwehr wäre hier ziemlich gut, aber... ich habe keine versteinerten Knochen mehr, das ist doch kacke. Und mein Schild kann ich auch nicht verbessern. Verzeihung? Was war das gerade? Nee, ich glaube, den lassen wir auch. Freyas Schwert. Türen, Königin? Ich habe keinen Wettstein. Was darf sein? Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, werden wir soweit. Leute. Wobei, nee. Wo ist der Rabenbaum nochmal? Ins Feuer. Nee, Muspelheim, da könnte ich meine Aufgaben machen. Svartal Fame? Nee. Wo war dieser verdammte Baum? Da wäre das... Niflheim, oder? Gehen wir da hin. Ja, der Rabenbaum. Mal sehen, ob ich hier noch was Cooles kriege. Bevor wir weitermachen. Freya, du hast gesagt, Fimbulwinter brach einige von Odins Flügel. Aber du brauchtest noch Hilfe. Hat Sigrun dir geholfen, deinen Kriegergeist wieder zu erlangen? So nannte Odin also den Fluch, der mich davon abhielt, mich selbst zu verteidigen? Oh, ja, da muss ich wohl gehört haben. Willst du wissen, was der Fluch wirklich bewirkt? Was er mir angetan hat? Was es mich kostete, ihn endlich zu brechen? Ich glaube vielleicht lieber nicht. Ganz genau. Sigrun muss geholfen haben, deine Walkürenflügel zu finden. Waren sie dort versteckt, wo ich dachte? Waren sie nicht. Aber ja, sie half mir. Sagte die ganze Zeit, ich solle meine Wut loslassen. Aber sie unterstützte mich trotzdem. Ja, wie auch immer. Ja, ich dachte mir so, cool, spiel ein bisschen God of War weiter und dann kommt so ein Scheiß-Bosskampf. Das war nervig. Lass mich mal sehen, ob ich jetzt hier neue Kämpfe machen könnte. Vielleicht könnte ich auch die Berserker nochmal bekämpfen. Es wäre lustig. Oh, Draugar-Training. Grimm-Training. Lichtalm-Training und Einherjahr-Training. Nee. Aber ja, um Kämpfe zu wiederholen und um zu trainieren, wie die Gegner funktionieren, ist es völlig okay. Du hast etwa Schlacke aus der Heimat, hm? Gib die her. Die stehen dir etwas daraus. Wie der Vater von allen sind vom Baum geschwungen. Vater erhielt Weisheit, wir in Knechtschaft gezwungen. Was glaubst du, was das bedeutet? Und ich dachte, du kennst dich mit Rätseln aus. Wir sahen und erzählten, sodass seine Lügen Kyras funktionieren. Brave kleine Raben, die gut funktionieren. Ich kann alle öffnen, oder was? Nee. Okay, aber immerhin 3 von 6. Okay, was ist das für ein Schild, den ich da bekommen habe? Eine Rüstung auf jeden Fall. Brustrüstung. Das da. Nee, überzeugt mich jetzt gar nicht. So gar nicht. Na gut, verschwinden wir wieder. Oder was hat Brock für mich? Was darf sein? Du hast ja nichts anderes als dein Bruder, oder? Verkauf mir noch das Gedicht hier. Und das. Riecht eindeutig nach Midgard. Ja, ne?
Das behalte ich alles mal noch. Was? Wolltest du etwa nur klotzen? Nicht in diesem Ton, ja. Verdammt nochmal. Wir können bleiben, solange du willst, aber früher oder später müssen wir uns um Asgard kümmern. Ich weiß, deswegen gehen wir jetzt. Das war Kratos ist müde. Er hat sich seinen Schlaf verdient. Zu Sindri. Nebenquest machen wir ein andermal weiter. Ein Netz. Lungen? Nein, das ist Blödsinn. Was? Brocks verdammtes Rätsel. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Dieser blaue Trottel darf mich nicht schlagen. Wenn du dich so aufregst, hat er das schon. Stimmt. Ich glaube immer noch, es ist ein Loch. Ja. Wird größer, je mehr man wegnimmt. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube ja. Dann haben wir, glaube ich, noch zwei von diesen Lindwürmern, oder? Hey, wenn du Lindwürmer in deiner Falle hast, ruf den Boss und gib sie ab. Oder willst du sie herumtragen? Eklig. Gebt mal Ruhe hier. Da ist er, der Mann, der Garm gezähmt hat. Tausendfache Glückwünsche. Abgeben. Ich wusste doch, auf dich ist Verlass. Der hier ist seinem Alter weit voraus. Man sieht es an seinen Augen. Aha. Ja, ja, genug gelabert. Kratos, Zeit fürs Bett. Niemand will mit mir reden, ist gut. Ist das hier mein Zimmer? Jetzt ist das von Atreus, oder? Ja, das ist das von Atreus. Welches ist das Zimmer von Kratos? Ich dachte, ich will mich schlafen legen. Nee, er möchte zuerst essen. Scheinbar. Oder was? Wo willst du denn hin? Schlafen. Also machen wir einfach blind weiter und hoffen, wir laufen nicht schnurstracks in Ragnarök. Ist das dein Plan? Exakt. Sei vorsichtig damit. Das brauchen wir noch. Das übrigens auch. Das ist wichtig. Seht ihn euch an. Was für eine Maschine. Kratos? Soweit alles okay? So, und nur so löscht man eine Kerze.
Kratos. Faye. Geht's dir gut? Tja, dein Vater scheint gehen zu wollen. Sollen wir? Scheinbar ein schöner Traum für Kratos. Seine Frau, Atreus noch ganz klein. Hierher, Brombeer. Ich komme ja, Liebling. Okay. Da ist ein Boot. Und damit werden wir fahren. Keine Sorge. Aber erstmal würde ich sagen, war es für heute mit God of War. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut oder besser. Dreh dich um, Kratos. Macht's gut oder besser. Tschüss.